der Vortrag lautet: Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Wie gesagt, hier geht es um Arduinos und zu Beginn erstmal einen kleinen Teaser, um euch anzufüttern. Falls ihr danach schon schreiend rausrennen wollt, kann ich es auch nicht verhindern. Okay, 11.03.2011, schwere Erdbeben und der Tsunami in Fukushima mit insgesamt 3 Kernschmelzen. Die öffentlichen Daten über die Radioaktivität waren danach sehr ungenau. Ungenau aus vielerlei Hinsicht. A, man konnte sie schlecht messen und B, man wollte auch nicht unbedingt genau messen. Denn je genauer ich natürlich messe, desto höher ist auch die Gefahr, dass mir die Bevölkerung halt schreiend nach China überwechselt. Gut, die Lösung war, da haben sich ein paar Leute zusammengetan, die haben den Arduino genommen, die haben einen Geigerzähler genommen, ein GPS und eine SD-Karte, haben das alles zusammengelötet oder zusammengeschraubt und waren in der Lage, alle 5 Sekunden den aktuellen Radioaktivitätswert auf eine SD-Karte zu schreiben. Zusammen halt mit den GPS-Koordinaten. Was war das Ergebnis? Dass man halt eine sehr genaue Karte bekommen hat von der Radioaktivität in Fukushima. Auch halt nicht auf einem Gebiet von meinetwegen, wir messen alle 1 Kilometer mal oder alle 2 mal 2 Kilometer, sondern wir messen wirklich mal alle paar Meter. Da konnte man auch recht interessante Sachen zeigen, zum Beispiel, dass halt so ein Regenfallrohr, wo halt der Regen vom Dach runterläuft, dass da die Radioaktivität verglichen mit 1 Meter weiter irgendwie ums 100-fache höher war. In den Folien ist auch ein Link zu einem YouTube-Video. Wer sich dafür interessiert, kann ich empfehlen. Sehr interessant. Okay, was werden wir heute machen? Das ist so ein bisschen wie das, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Aber ich habe ein bisschen was umgebaut. Ich zeige euch, was ein Arduino ist und worum es hier überhaupt geht. Ich werde als allererstes Programm eine LED leuchten lassen. Ich werde mal dieses LOL Shield, Lots of LED Shield vorführen. Und dann gucken wir uns mal an, wie man verschiedene LCD-Displays anschließt. Ja, und ansonsten mehr Beispiele, mehr Informationen und welche Alternativen es gibt. Okay, vielleicht noch ein paar Worte über mich. Mein Name ist Uwe Ziegenhagen. Ich lebe und arbeite seit Oktober 2008 in Köln, komme aus dem Speckgürtel von Berlin. Wird man früher oder später auch merken, weil so ganz kann ich den Dialekt nicht verstecken. Und habe BWL und Statistik studiert. Das ist nur erstmal nichts, was so richtig viel mit Elektronik zu tun hat. Also grundsätzlich, Elektronik funktioniert für mich mit Rauch. Wenn der Rauch aus dem Gerät rauskommt, dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich will euch heute zeigen, dass man irgendwie nicht einen Doktortitel in E-Technik braucht, um hier einfach mal zu ein paar Resultaten zu kommen. Ja, ich betreibe einen Blog unter uweziegenhagen.de, da wird man auch die Folien des Vortrags ja wahrscheinlich eine halbe Stunde oder Stunde nach dem Vortrag finden. Die Folien sind in LaTeX erstellt, weil ich komme eigentlich aus der LaTeX-Ecke. Das ist diese wunderbare Textsatzsoftware, mit der man wunderbare Resultate erzeugen kann. Wer sich dafür interessiert, der möge mich an meinem Dante-Stand hier besuchen. Okay, gut. Was ist das Arduino-Zeugs überhaupt? Es ist eine Plattform für Physical Computing. Das heißt, Computing nicht nur im Sinne von, wir sind auf unserem MacBook, auf unserem Laptop, auf unserem Desktop, sondern wir verlassen halt diese Welt des Desktops oder des Computers und machen halt irgendwas mit Sensoren. Arduino besteht aus Hard- und Software, die ist beides unter Open Source veröffentlicht. Die Hardware, das sind die einfachen I/O-Boards, die ich hier habe, mit einem Mikrocontroller drauf und diversen analogen und digitalen Eingängen. Gibt es so in verschiedenen Versionen, dazu sage ich gleich noch was. Die Geschichte und die Entwicklungsumgebung basiert auf Processing, so einem Java-Dialekt, und Wiring, so einem C-Dialekt. Also wenn einer von euch schon mal Java oder C programmiert hat, dann kommt er auch mit Processing klar. Das ist relativ einfach und auch für Nicht-Informatiker ja, verständlich. Die Geschichte beginnt 2005 in Italien, als der Massimo Banzi und der David Quartielis vom Interaction Design Institute in Ivrea gedacht haben, ja Mensch, unsere Studenten, die müssten eigentlich mal so ein bisschen mehr in Sachen Elektronik machen, aber alle Lösungen, die bis dato existierten, die waren halt sehr informatiklastig. Also es war nicht so für Leute wie du und ich, wie, dass man da halt irgendwas machen konnte. Und Arduino ist der Name eines italienischen Königs und der Name einer Bar. Es gibt dazu auch ein ganz tolles Video, das findet man hier auf Vimeo. Kann man sich mal angucken, geht glaube ich eine halbe Stunde, ist auf Englisch und zeigt die Geschichte ganz gut. Gut, es gibt verschiedene Arten von Arduinos, weil dadurch, dass halt auch die Hardware frei ist, haben sich da ganz verschiedene Gruppen gebildet, die für einen speziellen Einsatzzweck einen eigenen Arduino geschaffen haben. Ich habe jetzt hier den normalen Arduino, das ist der Duo Milanove. Dann habe ich hier den Nachfolger, den Uno, das ist der Standard-Arduino, der sitzt hier drunter.
Dann habe ich noch einen Borduino dabei, den habe ich sogar selbst gelötet als BWLer. Und der funktioniert sogar. Der hat halt einen seriellen Anschluss und hat den Vorteil, dass man ihn auf Steckbretter direkt draufsetzen kann. Dann habe ich noch was dabei, das ist der Rainbow-Duino. Das ist eine 8x8 Matrix mit Full-RGB-LEDs und da sitzt ein Arduino-Kern drunter. Das heißt, das Ding hat genug Rechenleistung, um diese 8x8 Matrix anzusteuern und wird von einem anderen Arduino mit Steuersignalen gefüttert. Aber habe ich schon eine Weile nichts mehr gemacht, kann ich leider heute nicht vorführen. Gut. Den Arduino haben wir hier, dann gibt es den Lilypad. Das ist ein Ding, das kann man auflöten oder aufnähen und mitwaschen. Da gibt es auch einen speziellen Faden zu, der elektrisch leitet. Also wenn ihr halt irgendwie einen Pullover haben wollt, wo lauter LEDs mal leuchten, dann kann man das mit einem Lilypad machen. Es gibt den Arduino BT mit einem eingebauten Bluetooth-Stack. Das heißt, der hat keinen USB-Anschluss, sondern er wird halt über Bluetooth gefüttert. Denn die nächstgrößere Version vom Arduino ist dieser Arduino Mega. Der hat, glaube ich, 54 Digital-Ports statt 10, wie der normale Arduino hat. Bitte? Ja, kann ich sagen. Da muss ich einfach hier mal raufgucken. Ich glaube, das sind 6 Stück. Genau, 6 Stück beim Duo Milanove und beim Uno. Es könnte sein, dass der Mega... Ich wiederhole die Frage vielleicht nochmal. Die Frage war hier nach den Ports mit Pulsweitenmodulation. Das ist ein Thema, wo ich heute nicht drauf eingehen will. Und es gibt beim Duo Milanove und beim Uno 6 Ports mit Pulsweitenmodulation. Ob der Mega mehr hat, weiß ich nicht. Müsste man einfach schauen. Es gibt halt, wie gesagt, den Borduino habe ich da. Den Nano gibt es noch. Den Arduino Pro gab es auch mal eine Weile. Ich weiß nicht, ob der noch überhaupt produziert wird. Es gibt diverse Spin-Offs davon, wie Netduino, den hatte ich, glaube ich, heute nicht dabei. Das sieht aus wie ein Arduino, wird aber unter .NET programmiert. Das ist rein PIN-kompatibel auch zu den Shields. Ob die Shields denn halt auch unter .NET angesprochen werden können, ist halt eine andere Sache. Jo. Wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf den Arduino Uno. So sieht das Ding von oben aus. Wir haben hier den USB-Port. Machen wir das mal so. Hier sitzt der ATmega 328, das ist praktisch das Gehirn. Dann haben wir hier noch einen ATmega 16U2, der kümmert sich um die ganze USB-Steuerung. Mit dem Ding kann man sehr, sehr interessante Sachen machen. Man kann den so umprogrammieren, dass er zum Beispiel als HID funktioniert, als Human Interface Device. Ich kann also so tun, als ob der Arduino eine Maus darstellt oder eine Tastatur. Da gab es auch mal vor einer Weile, das fand ich auch ganz interessant, Berichte über Sicherheitslücken über so ein Ding. Denn ich meine, ich kann das Ding hier theoretisch in eine Maus einbauen, die wird auch als Maus erkannt und funktioniert aber vielleicht auch gleichzeitig als USB-Stick, der dann halt auf dem Rechner, auf dem er angesteckt wird, irgendeine Schadsoftware installiert. Das war ein sehr interessantes Thema, muss ich nochmal in die Folien mit aufnehmen. Wir haben hier eine extra Stromversorgung von 9 bis 12 Volt. Die 5 Volt kommen normalerweise halt über den USB-Port und hier sind meine I/O-Ports. Hier sind die analogen Pins, hier ist es zweimal Ground, 3,3 Volt, 5 Volt und hier halt Digital-Pins, mitten 6 davon sind PWM. Was kann das Ding? Das Ding hat 32 Kilobyte Flash, 0,5 Kilobyte gehen für den Bootloader drauf, 2 Kilobyte RAM, 1 Kilobyte EEPROM und hat einen Takt von 16 MHz. 14 digitale I/O-Pins, also nicht nur 10, 6 Pulsweitenmodulationen, 6 analoge Eingänge, Onboard-USB-Schnittstelle und 5 Volt Spannungsversorgung. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann meldet euch einfach zwischendurch, dann beantworte ich die gerne. Oder ich versuche es zumindest. Die 32 Kilobyte hört sich erstmal nicht so viel an, aber wenn man halt wirklich sieht, wie groß die Programme denn wirklich sind, wenn sie für den Arduino kompiliert worden sind, da kommt man schon mit 10 Kilobyte ganz schön weit. Das ist nicht so wie heute auf einem modernen PC. Okay. Was noch ganz wichtig ist, ist neben den Arduinos selbst, sind die Arduino-Shields. Das sind Platinen, die man oben raufsteckt und die den Arduino um eine ganze Reihe total cooler Sachen erweitern. Ich habe einige dabei und nenne die auch mal. Was ich ganz schick finde, ist dieses Danger-Shield. Es hat ein paar LEDs, es hat ein paar analoge Regler, es hat eine 7-Segment-Anzeige etc. Also das kann man, wenn man halt damit anfängt, einfach mal ausprobieren und verschiedene Sachen steuern. Ja, weiß ich nicht. Habe ich auch versucht zu ergründen, warum es Danger sein soll, aber habe ich noch nicht gefunden.
Denn hier das LOL-Shield, das Lots of LED-Shield, das ist mein Einstieg gewesen zum Thema Arduino. Also vor 2 Jahren war das hier, da bin ich hierher gekommen zur Foscon und da sah ich Leute damit sitzen und habe gedacht, ey, was ist denn das? Dann haben sie gesagt, ja hier, mach mal und löte mal. Und nach diesen 14x9 LEDs konnte ich dann löten. Also, wie gesagt, ja, das ist generell, wenn man halt damit anfängt, es empfiehlt sich, in eine Lötstation Geld zu investieren. Also so ein richtig alter Lötkolben, mit dem man früher noch in Holz irgendwelche Muster reingebrannt hat, ist dafür ungeeignet. Also da muss man schon ein bisschen feiner arbeiten können. Das habe ich dabei. Dann habe ich hier noch dabei ein WLAN-Shield. Das ist auch ziemlich cool, habe ich jetzt vor kurzem erstmal gekauft. Ich habe auch zu Hause noch ein GPRS-Shield, also eins, über das ich halt über das Handynetz Daten kommunizieren kann. Ist ganz praktisch. Gut, Proto-Shield. Proto-Shield habe ich auch dabei. Das ist dieses kleine Ding, wo dieses Breadboard drauf sitzt, da sage ich gleich noch was dazu. Und unter diesem Proto-Shield sitzt ein Ethernet-Shield mit einem RJ45 und einem entsprechenden Netzwerkanschluss. Gut, hier ist nochmal ein Foto vom Danger Shield, wer es nicht gesehen hat. Und hier das Proto Shield, Ethernet Shield. Ethernet Shield in der neuen Version hat noch den Vorteil, dass man da eine Micro-SD-Karte draufsetzen kann. Das heißt, man kann dann auch den Arduino benutzen, um halt Daten mal auf eine SD-Karte zu schreiben oder von da zu lesen. Ich glaube ja. Also was Rudimentäres, NTFS ist es nicht. Also. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist FAT aber, oder VFAT oder was auch immer in dem Bereich. Ja. Also da gibt es auch schon fertige Quellcodes, um aus dem Ding halt einen kompletten Webserver zu machen. Ob der denn performant genug ist, um eine YOMLA-Installation zu betreiben, lassen wir mal dahingestellt. Aber geht schon eine ganze Menge. Ja, die Arduino-Software ist erhältlich für Windows, Linux und Mac. Die neue, aktuelle Version ist die 1.0.1, benötigt eine installierte Java Runtime. Die Mac- und die Windows-Versionen bringen bereits den Compiler mit. Also gerade unter Windows ist es so, man installiert halt irgendwie 80 Megabyte und hat alles dabei, was man braucht. Und unter Linux muss man halt noch ein paar extra Pakete installieren. Das müsste ich vielleicht auch mal auf die Folien draufsetzen. Das sind so GCC, AVR und diverse Bibliotheken, die da mit bei sind. Aber ich mache halt relativ wenig unter Linux. Am besten installiert man auch gleich Fritzing mit, wenn man damit anfängt. Das ist ein Projekt der FH Potsdam. Das ist eine grafische Designumgebung für den Arduino, die auch Schaltpläne und Leiterplatten erzeugen kann. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das hier ist ein Beispiel, was ich auch nachher mal so vorführe. Da kann man halt die einzelnen Symbole raufziehen, die entsprechenden Leiterbahnen bestücken und dann kommt man halt da zu einem Schaltplan. Das sieht dann halt, ja, habe ich das hier drin? Genau, hier so oder so sieht es dann aus. Okay, jetzt machen wir mal unser erstes Beispiel. Wir wollen mal eine LED blinken lassen. Ich habe so diverse LEDs dabei. Und weil ich BWLer bin und keinen Plan habe, dann muss ich immer gucken. Also Kathode ist Minus und Anode ist Plus. Und kürzeres Bein Kathode. Die Dinger soll man nicht direkt an eine Spannungsquelle wie den Arduino anschließen, weil da sollte man eigentlich Vorwiderstand vorsetzen, damit die irgendwie nicht zu viel Saft kriegen und irgendwann kaputt gehen. Aber ignorieren wir heute mal. Also, ja, es funktioniert ja. Also, die Dinger brennen nicht gleich durch. Die machen dann halt vielleicht bloß 1000 Stunden statt 20.000. Na gut, kann ich mit leben. Die Dinger kosten irgendwie 7 Cent bei Reichelt. Also, geht. Hier ist noch eine Formel, auch mit LaTeX wunderbar gesetzt, wie man halt den entsprechenden Widerstand ausrechnet. Und jetzt machen wir das einfach mal. Was tue ich jetzt? Ich nehme jetzt hier meinen Dual Milanova. Gehe mal in die Arduino-Umgebung rein. Ups, das war jetzt gerade die falsche. Processing ist halt noch so ein ähnliches Projekt. Was? So, dann brauche ich ein USB-Kabel und stecke das jetzt mal irgendwo an den Presenter-Port. Ich glaube nicht. Also das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich denke auch nicht. Gut, okay. Das Ding wird erkannt. Unter Windows braucht das Ding eine Inf-Datei, beziehungsweise einen Treiber. Und Linux-Versionen, macOS, die können das Ding, glaube ich, schon so erkennen. Gut, stöpseln wir das mal rein. Dann finde ich hier unter der Menüpunkt Datei jede Menge Beispiele. Und das
unter Basics gibt es halt einen Blink. Und jetzt lassen wir das Ding halt mal blinken. Ich hoffe, dass es erkennbar ist. Ich muss mal schauen, ob wir das vielleicht noch ein bisschen größer machen können. Im Editor, Editor Schriftgröße 16. Na, ich glaube, das lohnt sich. Nee, geht auch so. Okay. Höher? Oder? So besser? Jetzt müsste es. Ja, okay. Was haben wir hier? Wir sehen, hier werden so ein paar Integer-Variablen definiert. Also hier int LED 13, das ist der Port. Port Nummer 13 soll also für unsere LED benutzt werden. Jetzt ist mir die LED runtergefallen. Zur Not hätte ich ja immer noch ein paar. Okay, was halt wichtig ist in der Arduino-Programmierung ist folgendes. Es gibt zwei Schleifen. Die erste Schleife, oder Quatsch, diese erste Funktion ist die Setup-Funktion. Die läuft immer dann, wenn man das Ding einschaltet. Wenn die Funktion fertig ist, dann geht der Arduino in diese Loop-Schleife. Und die macht da so lange, bis man den Stecker rauszieht. So. Das heißt, hier in der Setup-Schleife wird halt gesagt, okay, dieser LED-Pin 13 ist kein Eingabe-Pin, sondern ein Ausgabe-Pin. Und in der Schleife wird halt gesagt, naja, schreibt da mal ein High-Signal rauf, warte eine Sekunde, und dann schreibt wieder Low und warte nochmal eine Sekunde. So, jetzt stöpsel ich das Ding einfach mal an. Das sollte man idealerweise nicht so machen. Aber probieren wir es einfach mal aus. So, dann probiere ich mal, ob das Programm kompiliert. Sketch kompilieren, sieht gut aus. 1084 Bytes. Von einem Maximum an 30.000. Und jetzt kann ich es auf meinen Arduino raufschieben. Wichtig ist, dass man hier auch unter Tools, Board, das richtige Board auswählt. Aber das hatte ich vorhin schon mal vorbereitet. Gut. Jetzt kann man halt hier die LED raufschieben. Also ein Pin in 13. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Muss also falsch rum sein. Hey, super, sie leuchtet, wow, sie blinkt, ja, pedant. Okay, das ist das erste Beispiel. Mit dieser Pulsweitenmodulation, die der Kollege hier vorne erwähnt hat, kann man noch eine ganze Menge anderer Sachen machen, da kann man die LEDs dann auch dimmen, aber genau, das machen wir dann da. Was wir jetzt machen, ist was viel, viel cooleres. Wir lassen jetzt mal viele LEDs blinken. Und zwar in diesem LOL Shield. Eine super tolle Sache. Also man kriegt da für 24 Euro eine ganze Menge Spaß. Und jetzt gucken wir uns mal eine Sache an. Das hat, glaube ich, auch schon mal jemand auf der FrostCon vorgeführt, weil ich habe im Internet eine Excel-Datei gefunden, in der halt die Pin-Belegung oder diese LED-Belegung oder das Muster für die Beleuchtung genannt wurde. Also gucken wir hier einfach mal rein. Ich habe hier mal diese Excel-Datei noch so ein bisschen erweitert. Wir haben hier eine Zelle, 14 Zellen breit, oder wir haben hier eine Tabelle, 14 Zellen breit, 9 Zellen hoch. Und jede einzelne Zelle repräsentiert eine LED. Und wir können jetzt halt hier entsprechende Einsen und Nullen setzen und kriegen dann hier über ein binäres Schema, also 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, hinten eine Zahl raus. Wenn ich die dann noch setze, dann kriege ich hinten eine 3 raus. Und so können wir die Sachen halt vorbereiten. Jetzt können wir jetzt eigentlich die einzelnen Frames für die Animation vorbereiten. Weil wenn man das nicht in Excel oder OpenOffice macht, dann ist es, glaube ich, ziemlich hässlich. Also so geht es schon ganz gut. Und am Ende können wir halt einfach den entsprechenden String, der hier über Funktionen zusammengebaut wird, rauskopieren. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, klar. Es dauert sonst auch zu lange. So, gucken wir mal. LOL, MyLOL. Im Originalbeispiel war halt hier... Bitte? Ach so, ja, warte mal. So. Wie gesagt, ich habe das Beispiel auch aus dem Internet genommen. Und da war noch jede Menge GPL-Kram drin. Den habe ich jetzt erstmal rausgenommen. Ja, um das Beispiel kurz zu halten. Ja, ja.
um das Beispiel kurz zu halten. Okay, was wir jetzt hier letztendlich machen ist, wir kopieren den Kram aus der Excel-Datei hier rüber und lassen das einfach mal laufen. Vorher sollten wir den Arduino noch trennen, weil so die Shields darauf setzen, wenn da noch Spannung drauf ist, kann eventuell schief gehen. Ganz genau, das ist hier aber egal. Also da, wie gesagt, da habe ich auch generell bisher sehr, sehr wenig Probleme mit gehabt, also dass da irgendwelche anderen Programme noch drauf waren. Also bis jetzt ging es gut. Genau. Ja, kannst du. Ja, also hier war die Frage, ob man denn während das alte Programm noch läuft, das neue raufflashen kann. Ja, kann man. Und aber ob es jetzt Auswirkungen hat, wenn ein altes Programm noch läuft und ich stecke jetzt da irgendein Shield drauf, was halt mit den Daten nicht klarkommt, da sollte man vielleicht vorsichtig sein, insbesondere wenn die Hardware teurer wird. Also bei dem WLAN-Shield, da würde ich vorher schon irgendwie mal ein Reset machen, weil die 50 Euro, die ich dafür bezahlt habe, die wären mir doch ein bisschen schade. Okay, gucken wir mal. Wir kompilieren das jetzt mal und hoffen, dass es klappt. Jetzt sind wir schon bei 6200 Byte und schieben das hier einfach mal rauf und hoffen, dass es funktioniert. Ha, ja, es leuchtet. Wie gesagt, da kann man halt komplette Animationen mitmachen, aber es dauert dann halt doch ein bisschen, ne? Obwohl es über die Excel-Lösung auch schon recht schnell geht. Gut, Fragen dazu? So, vielleicht eine Sache sollte ich noch erwähnen, das kommt auch gleich nochmal in den Folien. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist Charlieplexing. Normalerweise bräuchten wir ja für jede LED einen Pin, wo wir sagen, okay, schalte die an, schalte die aus. Da wir aber eine begrenzte Anzahl von Pins hier haben, muss man da ein bisschen tricksen. Aber dieses Verfahren, was dahinter steht, ich habe es noch nicht verstanden. Ist halt so, die einfachere Version davon ist Multiplexing. Das versuche ich bis zur nächsten Foscon mal vorzubereiten. Da geht es letztendlich darum, dass man die LEDs so schnell hintereinander ein- und ausschaltet, dass man als Mensch gar nicht mehr sieht, ob sie jetzt an oder aus sind. Also auch hier würde man eigentlich sehen, dass hier viel mehr LEDs eigentlich blinken, als die man sieht. Es geht halt bloß so schnell aus, dass wir es nicht erkennen können. Gut, das ist hier die Hilfstabelle, die habe ich gezeigt. Und hier ist das entsprechende Programm. Okay. Was ich ganz spannend finde, ist halt die Arbeit mit LC-Displays, weil man daraus oder darüber auch recht einfach Informationen aus dem Arduino irgendwie sichtbar bekommt. Wenn man halt kein LC-Display benutzt, dann muss man halt hier über die serielle Konsole Daten ausgeben lassen, muss dann halt in der Arduino-IDE immer gucken, ja, was macht er denn? Und spätestens, wenn man den Rechner halt getrennt hat, dann kriegt man eventuell Statusinformationen nicht mehr. Und dafür ist so ein LC-Display schon ganz toll. Ich habe da verschiedene mitgebracht und werde einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Also ich habe letztes Jahr angefangen mit diesen DOCM-Displays. Das sind die hier. Die kosten bei Reichelt so um knapp 11 Euro. Ich glaube 10 oder 15 Euro zahlt man dann auch mal Gesundheit für die Beleuchtung, für die Hintergrundbeleuchtung, die man hinter dieses Display setzen kann. Und ist ganz interessant, dass wenn man sich diesen Schaltplan anschaut, dann erkennt man schon, das hier sind meine Pins. Ich brauche da irgendwie 6 Pins für. Und ich habe halt nur irgendwie 14 digitale. Da sind 6 schon eine ganze Menge, bloß um halt so ein paar Informationen ausgeben zu lassen. Und wenn man sich das Schaltschema hier anschaut, also der Code ist noch relativ gut verständlich, damit kommt man klar. So ein Minimalbeispiel. Aber das Schaltschema sieht schon ziemlich hässlich aus. Ich habe dann, hier funktioniert es noch, ich habe das dann auch mal versucht, irgendwie auf eine Platine in richtig Drähte zu gießen. Und da hat es dann nicht mehr funktioniert und seither habe ich die Nase voll von diesen Displays. Aber man kann eigentlich ganz schöne Sachen damit machen, wenn man weiß, wie es geht. Okay. Was ich viel spannender finde, sind Displays, die mit deutlich weniger Ports auskommen. Und da habe ich auch 2 mitgebracht. Und das eine ist hier ein I²C-Display und wird auch als Two-Wire-Interface bezeichnet, weil es kommt halt mit 2 Drähten aus. Die Besonderheit ist, dass mehrere Geräte, auch identische Geräte, an einem Bus hängen können. Und jedes Gerät hat eine einzigartige Adresse und man kann dann halt sagen, ja, diese LED wird jetzt angesprochen oder diese LED wird angesprochen oder was auch immer da dran hängt. Ich benutze hier ein Gerät, das oder
Display. Das habe ich für knapp 18 Euro bei Watterott.com gekauft und hat auf einer Fläche von 0,91 Inch 128x32 Pixel. Ich kann das hier nachher mal anschließen oder wer nachher mal zum Stand kommt, der sieht es auch in Aktion. Also es ist einfach verdammt scharf. Ja? Bitte? Welcher Stand ist das? Stand? Ach, der Dante-Stand. Hm? Okay, ist in der Mensa hinten links in der Ecke oder vorne links in der Ecke. Ganz genau, ja. Hm? Ganz genau, ja. Okay, es gibt auch von Adafruit ein sehr gutes Tutorial, wo man sich anschauen kann, wie man halt mit diesem Ding arbeitet. Gut, so sieht es dann aus in Aktion. Ich kann es hier leider nicht laufen lassen, weil ich hier keinen Netzwerkanschluss habe. Oder habe ich hier einen Netzwerkanschluss? Ja, gucken wir mal. Also hier ist zumindest, ja, wir probieren es einfach mal aus. Versuch macht Tuch. Dann stöpseln wir das einfach mal ein. Dann könnt ihr euch das zumindest nachher mal anschauen. Weil, was ich halt mal als Beispiel machen wollte, ist, ich wollte ganz gerne so eine Internetzeit haben, also einen NTP-Server abfragen. NTP steht für Network Time Protocol, ist irgendwie von 1983, ist eines der ältesten Internetprotokolle überhaupt. Es gibt einen fertigen Client für dieses Ethernet Shield, was ich hier habe. Und meine Aufgabe war letztendlich, an einem Abend mal in den letzten Tagen, den Code für so ein Display und diesen NTP-Code miteinander zu verheiraten. Das hat dann irgendwie eine knappe halbe Stunde gebraucht. Und was halt hier jetzt passiert, das gucke ich mal, ist, dass wir hier sehen, ich mache mal da, ja, man sieht es hier, glaube ich, besser auf dem Bild, dass ich mir hier den Unix-Timestamp ausgeben lasse und die aktuelle europäische Standardzeit, also CET. Und das Ganze halt in zwei Zeilen. Also zwei Zeilen wären da noch Platz. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer sichtbar, auch aus der. Ach so. Super, okay. Könnt ihr euch nachher mal anschauen. Hm? Das ist eigentlich eine schöne Sache und hält sich halt in Grenzen. Vor allen Dingen das Baumaß ist halt auch sehr kompakt. Ne? Also dieses Ding könnte ich jetzt halt zusammen mit einem kleinen Netzteil oder so einfach in der Wohnung irgendwo platzieren und hätte immer die aktuelle Unix-Timestamp. Kann ja sein, dass man das irgendwann mal braucht. Das ist eine sehr schöne Sache. Und hat kommt halt, ich brauche insgesamt 5 Drähte vom Arduino. Einmal die Spannungsversorgung und den entsprechenden Ground. Dann die 2 Drähte von dem I2C und dann noch ein Reset-Pin. Wofür ich den brauche, habe ich noch nicht rausgefunden, aber es kann wohl nicht schaden. Im Internet haben sie geschrieben, man soll den setzen. Gut. Was ich dann noch habe, ist ein serielles Display. Weil selbst die 2 Pins vom I2C könnten ja zu viel sein. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, da vielleicht noch ein bisschen mehr einzusparen. Da bin ich auch vor einer Weile bei Watterott.com auf diese seriellen Displays gekommen. Die kosten so um die 20 Euro. Das Besondere ist, die haben halt einen eigenen Mikrocontroller auf der Rückseite. In dem Fall ist es ein PIC-Mikrocontroller, der die ganze Kommunikation abwickelt. Und man braucht halt insgesamt 3 Drähte vom Arduino, also Spannungsversorgung, Ground und dann einfach einen seriellen Port. Und also ein Port, der mir halt wirklich nur verloren geht. Und das ist schon verdammt wenig. Und gucken wir uns das mal an. Das ist das Display. Und ist halt ganz schick. Hm? Wie gesagt, man kann das halt auch irgendwo aufschrauben. Hier sind entsprechende Ösen. Und hier sind halt die 3 Drähte. Gut. Und die Beispielanwendung, die ich dafür hatte, ist ja, naja, was ist denn, wenn ich halt nicht unbedingt ja, ein Netzwerkkabel in der Nähe habe, sodass ich mir immer die Internetzeit ziehen kann, dann muss ich vielleicht einen alternativen Weg gehen. Und es gibt von SparkFun, ist auch ein Anbieter aus den USA, ein RTC-Modul. RTC steht für Real-Time Clock. Das ist so ein kleiner DS1307 RTC-Controller, also eine Clock, und der unten an der Unterseite eine Lithiumzelle hat, die wohl 9 oder 10 Jahre halten wird. Und da gibt es halt auch ein fertiges Skript für auf der Arduino-Webseite, wie man diese Uhr beschicken kann. Und wenn die halt einmal beschickt ist, dann läuft die halt weiter. Und was ich jetzt letztendlich nur machen muss, ist halt, dass ich das Display, den Code für dieses serielle Display und die Realtime-Clock zusammenbaue oder zusammenhaue. Das hat auch nicht lange gedauert. Und dann habe ich eine fertige Uhr. Das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob es irgendwie erkennbar ist. Nee, nicht wirklich. Also auf meinem Display erkennt man, dass hier eine Uhrzeit angezeigt wird. Und
Könnt ihr euch noch nachher anschauen, entweder am Dante-Tech-Stand oder hier vorne. Hm? So, was haben wir noch? Wie schaut es aus? Bitte? Das hier? Ach so, die Zeit kommt daher, aus diesem kleinen Ding. Und das hat halt insgesamt 4 oder 5 Pins, ne? Spannungsversorgung und I²C. Das heißt, per I²C hole ich mir die Zeit von der Uhr ab und schicke sie dann seriell an das Display. Funktioniert ganz gut, ich mache da irgendwie einmal pro Sekunde ein Update, reicht völlig aus. Ja, dann habe ich noch ein paar Beispiele, was man mit Arduinos machen kann, wenn man halt ein bisschen mehr Zeit hat, also gerade Schüler oder Studenten, die haben da vielleicht noch ein bisschen mehr. Gut, ein 14-jähriger Schüler, der der chilenischen Regierung zeigt, wie man halt Erdbebenwarner bauen kann. Man nimmt halt einfach so einen existierenden Warner, steckt den an ein Arduino und verbindet das Ganze mit einem Webserver. Ich habe auch so ein entsprechendes Modul, mit dem man das wahrscheinlich machen könnte. Hier, das ist so ein 3-Achsen-Controller, ich glaube Gyroskop oder wie immer das Ding heißt. Das ist ganz spannend, er kann halt Erschütterungen messen. Ich wollte das eigentlich mal in meiner Wohnung einsetzen, weil bei mir wackeln so ein bisschen die Wände, wenn 200, 300 Meter weiter ein Zug vorbeifährt. Ich hatte halt die Idee, na gut, dann nehme ich dieses Ding und dann messe ich einfach mal die Erschütterung und versuche das halt in einen zeitlichen Ablauf zu bringen. Aber das kann man auch ganz gut machen und es funktioniert, aber dann kam halt eine Ingenieursfirma und hat ein professionelles Gerät aufgestellt. Da habe ich gedacht, na, lässt du das über? wie gesagt, auch hier die ganze Sache mit dem Twittern, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist halt relativ einfach, auch über so ein Ethernet-Shield einen Twitter-Client zu bauen. Kann man recht interessante Sachen machen. Oder hier der Laundrino. Also wenn ich meine Waschmaschine in der Wohnung hätte, dann wäre das auf jeden Fall was, was bei mir laufen würde. Die AEG-Waschmaschine hat halt vorne eine LED, die anzeigt, wenn der Waschgang fertig ist. Und der Kollege hier hat einfach eine Fotozelle genommen und genau über diese LED postiert, sodass er den Widerstand messen kann. Und wenn die halt an ist, dann ist der Widerstand ein anderer, als wenn sie aus ist. Und in dem Moment kann er halt per LAN oder per Twitter nachschauen, wann die ganze Waschmaschine fertig ist. Ja, yes. Ich finde das total genial. Also, und ich meine, das kostet so 40, 50 Euro. Stellt euch mal vor, was AEG nehmen würde, wenn sie die Maschine oder diese Funktion schon eingebaut hätten. Dann wäre die Maschine mit .NET und wahrscheinlich Cloud-Funktion 500 Euro teurer. Ja, hier auch ein interessantes Beispiel. Glaube ich. So kann man Geld sparen. Ja. Aber der Harald hat eben erwähnt, es gibt wohl von Miele eine Waschmaschine, die in der Tat so ein Webinterface drin hat und es verdoppelt den Preis der Waschmaschine. Und da Miele eh schon nicht ganz günstig ist, ja. Okay, hier ein Bluetooth-Morse-Keyboard, das halt per Bluetooth die Tastenkombination an den Rechner übermittelt. Ja, Raumluftsensor, ein Arduino-Mikrocontroller, der auf einen Roomba, der Staubsaugroboter montiert wurde und halt die Luftqualität misst und halt immer weiter rumfährt. Also es geht einfach eine ganze Menge. Hier eine WASP, das war auch letztes Jahr um die Zeit in den Nachrichten, dass man halt mit einem Ardu-Pilot, also mit einem Flugcontroller, Bilder aufnehmen kann von dem Gebiet, was man überfliegt und halt auch die Möglichkeit hat, GSM und Wi-Fi-Netze zu hacken. Ja. Wie fängt man an? Also was man braucht, ist ein Arduino. Ich habe meinen normalerweise, oder ich kaufe meine immer bei watterott.com, ist auch ein deutscher Anbieter und ist auch recht günstig und liefert auch sehr schnell. Man braucht ein USB-Kabel, man braucht ein Breadboard, oder es empfiehlt sich eins, das sind diese weißen Dinger, diese weißen Steckbretter. Die haben den Vorteil, dass die einzelnen Pins in einer Querrichtung alle miteinander verbunden sind, kann man dann halt diverse von diesen kleinen Kabeln hintereinander schalten. Dadurch kann man auch diesen 5-Volt-Ausgang vom Arduino für verschiedene Sachen benutzen. Es empfiehlt sich so ein Kabelset fürs Breadboard. Das kostet, glaube ich, zwischen 5 und 10 Euro. Das ist ganz wichtig. Man sollte eine Reihe von Widerständen haben, damit wir hier nicht so eine Experimente mit der LED machen müssen.
LEDs sind generell für den Einstieg ganz klasse. Was ich total klasse finde, ist einfach ein digitales Multimeter, was auch einen Durchgangsprüfer hat, sodass man halt rauskriegen kann, ist denn da jetzt noch Saft drauf oder wie viel Saft ist dann da drauf? Kommt überhaupt ein Signal an? Ich meine, wenn man richtig viel Ahnung von E-Technik hat, dann empfiehlt sich vielleicht auch ein Oszilloskop, aber ich habe meins verschenkt, weil ich davon echt keinen Plan habe. Ich weiß nicht, wie es geht. Eine Lötstation ist ganz klasse, habe ich mir auch mal besorgt, ist recht wichtig, wenn man halt wirklich löten will. Also mit einem großen alten Lötkolben kommt man hier einfach nicht weiter. Da gibt nur Ärger und wenn man dann halt irgendwelche Lötstellen doppelt und dreifach bedient hat. Ein bisschen Literatur und ganz wichtig ist halt Zeit. Also diejenigen, die von euch noch Schüler und Studenten sind, die haben da vielleicht noch eine Chance, richtig Zeit zu investieren, aber ich glaube, diejenigen, die im Berufsleben stehen, da ist dann Zeit der limitierende Faktor. Und Literatur, es gibt eine ganze Reihe guter Bücher und auch Arduino CC, also die Webseite vom Arduino-Projekt, hat auch einen Playground, wo man wahnsinnig viele und tolle Projekte findet. Ja. Hier so ein paar Bezugsquellen, wer bietet es an? Also Arduino CC ist halt die offizielle Webseite, watterot.com. L-Micro Segor Elektronik in Berlin hat eine ganze Menge. Sparkfun stellt auch eigene Platinen her. Reichelt.de, der E-Aldi, der ist generell eine gute Quelle für alles, was man irgendwie an Chips gebrauchen kann. Also wie gesagt, hier die LEDs, die kosten, glaube unter 7 Cent pro Stück. Und da kann man sich halt mal ein 100er Pack von kaufen und dann hat man, kann man auch eine Weile ohne Widerstände arbeiten. Gut, seedstudio.com ist auch ein Anbieter von Shields und von einzelnen Sensoren. Also es gibt auch sehr, sehr viele Sensoren, die halt, oder Clocks oder ähnlichen, die halt nicht auf so ein Shield gesetzt werden, sondern die halt von diesen Anbietern auch kleine Platinen gesetzt werden. Hier wie zum Beispiel diese Realtime-Clock. Ich meine, diesen DS1307-Chip, den kann ich auch so kaufen bei Reichelt. Aber da muss ich mich irgendwie drum kümmern, wie steuere ich denn den jetzt an, welche Widerstände, welche Transistoren brauche ich. Und das ist halt deutlich einfacher, wenn man dann irgendwie 1-2 Euro mehr ausgibt. Und man hat dann eine fertige Platine, wo man dann halt einfach nur einen Pin dran löten muss. Gut, ja, eine Reihe von Büchern, die habe ich auch alle zu Hause, die sind ganz gut. Und es gibt darüber hinaus auch noch mehr Literatur. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist das Arduino Cookbook. Das ist ein dickes Buch aus dem O'Reilly Verlag, auch ein sehr schönes Buch. Ja. Und ja, face-to-face, wenn einem die Bücher nicht zusagen. Es gibt eine Reihe von Hackerspaces oder FabLabs, auch hier in der Nähe. Ein Beispiel ist die Dingfabrik in Köln, da bin ich auch öfter. Es ist eine offene Werkstatt, eine komplett ausgerüstete Holz-Metall-Werkstatt. Wir haben auch einen 3D-Drucker und einen Lasercutter. Wir sind so das Kölner Pendant zu der Raumzeit, zu dem Raumzeitprojekt, was hier vor der Tür steht. Raumzeitlabor, genau. Also wer von euch mal Interesse hat, am besten Freitag abends mal nach Deutz kommen, in die Deutz-Mühlheimer Straße und einfach mal die Dingfabrik besuchen. Wir haben auch viele Leute, die deutlich mehr Ahnung von Elektronik haben als ich. Also Leute, die wissen, was sie tun. Ja. Und da kann man immer, da findet man eigentlich immer Hilfe. Hm? Gut, ja. Welche Alternativen gibt es denn? Ja, ist so ein bisschen schwierig. Was ich ganz persönlich ganz interessant finde, was ich hier vielleicht auf so einer Frostcon wo ich vielleicht gesteinigt werde. Also das Microsoft Gadgeteer Projekt, das gibt es jetzt glaube ich auch so seit 1-2 Jahren. Ist halt auch programmierbar in .NET. Kostet glaube ich das Grundeinsteiger-Kit zwischen 100 und 250 Euro. Da sind dann aber schon LC-Displays bei, also oder Touch-Displays. Kann man eine Menge mitmachen. Netuino habe ich schon erwähnt. Und was ich persönlich ganz interessant finde, ist halt der Raspberry Pi. Also ich habe einen zu Hause, ich war irgendwie unter den ersten 10.000, die einen bekommen haben. Und der hat halt deutlich mehr Leistungsfähigkeit als so ein Arduino. Und hat 700 MHz, ARM 11. Ich habe mal im Internet recherchiert, ist ungefähr das Niveau eines Pentium 2. Und der läuft halt ganz normal unter Debian. Kann man super viele interessante Sachen mitmachen. Und der Coolness-Faktor außerhalb der Nerd-Community ist auch ziemlich hoch. Nachteil ist halt bloß momentan, versucht mal so ein Ding zu kriegen. Also ich glaube, wenn man jetzt bestellt, dann ist die Wartezeit wohl 4 bis 6 oder 8 Wochen. 15 Wochen. Ja, ist ja noch, könnte vielleicht noch zu Weihnachten klappen, oder? Also ist etwas schwierig. Gut, mit meiner eigentlichen Präsentation bin ich fertig. Jetzt möchte ich noch ein bisschen Raum und Zeit geben, um Fragen zu stellen. Was wollt ihr zum Arduino wissen? Und wenn ich es beantworten kann, dann tue ich das gerne.
Also soll ich nochmal irgendwelche Beispiele zeigen oder? Ja. Hm? Einen größeren Prozessor haben, mit mehr Ein- und Ausgängen. Ja. Also der Kollege hier vorne hat jetzt erwähnt, den Pinguino, der irgendwie so ein Nachfolge- oder Parallelprojekt zum Arduino darstellt, kenne ich persönlich auch nicht, weil es halt unter diesen Duinos jede Menge gibt. Also es könnte sein, dass es einer ist, der auch einen ARM-Prozessor hat. Ja. Und die sind halt recht leistungsfähig. Da gibt es auch noch andere. Ich glaube, auch direkt vom Arduino-Projekt selber gibt es jetzt einen Arduino Leo oder so ähnlich. Leonardo, der wohl auch auf einem ARM-Prozessor basiert, aber immer noch PIN-kompatibel ist zu dem, was man hier schon hat. Weil gerade wenn man irgendwie 200 Euro in die entsprechenden Shields investiert hat, dann möchte man eigentlich ungern auf eine andere Plattform wechseln und alles nochmal neu kaufen. Mhm. Es gibt auch vom Arduino selbst, also von diesen Duo Milanovo oder Uno Boards, jede Menge Nachbauten. Also ich kenne irgendwie Freeduino, Fire, irgendwas war auch noch mit Fire im Namen. Also die können halt alle nachgebaut werden. Und wenn man die entsprechende Technik zu Hause hat, man kann sich so ein Ding auch selber löten. Ich kenne einige Leute, die schaffen es halt auch, sich sowas selbst herzustellen, komplett. Aber da hört es halt bei mir auf, ich gebe lieber noch ein paar Euro aus. Hm? Ja, ja. Also man kann sich auch die Platinen selber herstellen, man kriegt die entsprechenden Pläne im Internet. Ja. Gibt es eine Lösung, um das komplett, also um den Akku zu betreiben, also komplett vom Netz? Ja, kannst du machen. Also ja, gibt es. Ja, danke. Also die Frage war, ob man das auch komplett über einen Akku betreiben kann. Da gibt es eine Reihe von Lösungen. Es gibt auch, habe ich auch schon mal im Internet gesehen, komplette Solarlösung, so ein Solarpanel, was dann halt über einen Akku die Energie puffert und dann halt den Arduino versorgt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, man kann hier über diesen externen Port, über diesen Spannungsport, einfach irgendwie eine 9 Volt Blockbatterie anschließen. Ich weiß halt bloß nicht, wie lange die hält. Es könnte auch sein, dass je nachdem, wie das Programm halt arbeitet, was man programmiert hat, dass sie auch wochenlang hält. Müsste man einfach mal ausprobieren, wie viel Leistung das Ding denn zieht. Hm? Weiter? Ja? Ja. Also das, was ich gesehen habe von diesem Projekt, wo auch dieses Video darüber berichtet, die waren nicht abgeschirmt. Die sind aber auch nicht mit den Dingern so nah an das Kraftwerk gegangen, dass sie tot umgefallen wären. Also klar, weil die Geschichte bezog sich ja auch vor allen Dingen auf die Roboter, die halt insbesondere im Kraftwerk eingesetzt waren. Ja, genau. Die haben sich dann eine Platine gebaut, in ein kleines Gehäuse gesetzt, wo halt alles irgendwie recht kompakt drauf war, haben das von außen an die Fensterscheibe des Autos gemacht und sind einfach mit dem Auto quer durchs Land gefahren. Also wenn ich dazu vielleicht was ergänzen darf, genau. In diesem Fall geht nicht darum festzustellen, wie hoch die Schale der Reaktion am Kraftwerk selbst ist, sondern dort ist, wo die Leute wohnen, zur Arbeit gehen. Mhm. Ja. Ja. Und da ist halt, wie gesagt, was ich halt sehr interessant fand, war die Erkenntnis, dass halt wirklich innerhalb von sehr geringen geografischen Unterschieden halt total unterschiedliche Messwerte rauskamen. Weil halt an der einen Stelle, da ist halt vielleicht gerade die Wolke niedergegangen und einen Meter weiter schon nicht. Oder wenn, wie gesagt, dieses Regenfallrohr, wo halt einfach sehr viel Wasser durchgeht, dass halt da die Belastung das Hundertfache ist von genau der gleichen Fläche einen Meter weiter. Und was ich auch ganz interessant fand, war halt die Tatsache, dass es halt den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, selbst zu messen.
Weil das, was halt gerade im Bereich Strahlung reportet wird, ist nicht immer das. Bitte? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass ich nehme an, mehrere hundert. Und die Technik insgesamt kostete wohl zwischen 800 und 1000 Dollar. Also was halt für so eine komplette Lösung relativ günstig ist. Und das Problem war ja auch, das wird auch in diesem PBS-Vortrag erwähnt, dass halt die Preise für Geigerzähler nach dem Unglück so extrem in die Höhe geschossen sind. Weil jeder wollte halt so ein Ding mit einmal haben. Und die, selbst heute ist es wohl noch so, dass die Fabriken kaum mit der Produktion nachkommen. Ja? Ist der Arduino als Programmer für PIC einsetzbar? Also ich kenne PIC, ja. Hier war die Frage, ob der Arduino auch als Programmer für PICs einsetzbar ist. Da hinten nickt mir jemand. Ja. Okay, also laut der Aussage von da hinten geht es. Aber ich kenne PICs halt zu wenig, um da irgendeine Aussage zu treffen. Hm? Ich glaube, es gibt sogar PIC-Duinos, die sind PIN-kompatibel mit einem Arduino, aber haben halt einen PIC drauf. Aber wie gesagt, PIC ist halt, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. So, weitere Fragen? Nö? Na dann kommt vielleicht einfach mal nach vor. Ich zeige euch hier noch ein bisschen was in echt live und dann sind wir auch schon fertig. Hm?